Dom-Official hat ein Bett, das ist nett. So, und jetzt habe ich... Jetzt muss ich mal checken, wie viel ich aufgenommen habe. Jetzt hat... Nach einer Stunde 43... So, wir haben jetzt 20 Minuten nicht aufgenommen. Kein Videomaterial. Das ist natürlich dumm. Da werde ich natürlich auch kein... Also, da habe ich irgendwann aus Versehen das Video ausgeschaltet. Sehe ich jetzt gerade, dass oben links gelb ist. Also, was haben wir gemacht in der Zwischenzeit? Wir haben in der Zwischenzeit hier den Tunnel gebaut. Ich weiß es nicht, wie lange das oft sehe ich dann beim Schneiden. Tut mir leid, da ist jetzt halt was. Wir haben also hier diesen Weg für die Bahn gebaut, da hinten, die dann da über die Brücke gehen soll. So, und jetzt machen wir nochmal Folgendes. Und ich glaube, das liegt jetzt daran, dass es auch so spät ist, dass man dann nicht mehr so ganz konzentriert bei der Sache ist. Nicht wahr? Machen wir uns hier mal so einen Aufstieg. Gell, Huhn. So, hier ist. Jetzt müssen wir hier noch was reparieren, was wir kaputt gemacht haben. Im Haus von Johannes Fietzner. Da haben wir ja Wasser ausgegossen, den einen Tag. Da steht es noch rum. Und das versuchen wir mal jetzt mit Sand hinzukriegen, ja. Haben wir es erwischt? Nein, noch nicht. Haben wir es erwischt? Ja, jetzt ist der Sand, das Wasser weg. Das Ding ist repariert. Nein, ist noch nicht repariert. Hier war noch eine Quelle. Irgendwo. Aber jetzt ist es weg, oder? Mache ich das mal vorsichtig weg, ne, dass wir noch was kaputt kloppen hier. So, dein Haus ist wieder fein und ordentlich. Den ganzen Sand noch rausgebracht. Hier war ja nichts weiter drin. Hier ist die kleine Küche oder der Computerplatz oder was auch immer. So, ach. Ja, und hier ist der alte Weg runter. Können wir ja hier wieder wechseln auf die Bahn, dann werden wir die Bahn gleich mal weiter bauen. Ja, das tut mir leid, dass wir jetzt hier 20 Minuten irgendwie keine Bildaufzeichnung haben. Kann alles mal passieren. Ja, wir sind ja auch nur Menschen. Wenn wir perfekt wären, dann würde das nicht passieren, aber wir sind ja nicht perfekt. Also ihr seid nicht perfekt, ich bin nicht perfekt. Wir machen hier noch sozusagen imperfekt. Ja. Machen wir hier noch dann den Weg herum, die Bahnstrecke hier rum. Hier rum, vielleicht dann hier oben rüber. Hier können wir zubauen.
So, das wird dann alles Eisenbahn. Das kann weg. Da müssen wir natürlich ausleuchten. Machen wir das erstmal bis hier und dann müssen wir irgendwo eine Station bauen. Ich glaube, wir bauen die dann da im Berg. Da drin, na, und das könnte dann die Endstation werden, denn dann ist ja der Vulkan da. Aber der hat wirklich hier die Stadtmauer angesenkt jetzt, also wirklich mal. Und wir müssen die Stadtmauer da auch erhöhen. Wenn der noch mal ausbricht, fließt er darüber weg. Also da müssen wir mit Stein alles ein bisschen höher machen. Da muss ich mir mal ein schönes Design überlegen. Hier müssen wir ein paar Sachen beleuchten. Hier können wir auch eigentlich bis hier oben auftragen, aufschichten, auffüllen. Einer fehlt. Den nehmen wir einfach von da weg. Einer fehlt, ist gut, wir haben noch genug. So. Damit auch nichts spawnt. Auf der Eisenbahnlinie, die dann hier unterirdisch geht, können wir auch mal hier so ein bisschen ausleuchten. Hier ist ja auch noch gar kein Licht. So, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben jetzt 2 Stunden aufgenommen. Davon allerdings haben wir 2 Stunden den Ton aufgenommen. Ja, das Bild ist leider ein bisschen kürzer geworden. Deswegen werdet ihr auch dann einen Teil vom Ton nicht hören, denn ich habe keine Lust, jetzt hier Ton ohne Bild zu machen. Ich meine, Bild ohne Ton ging ja noch, aber Ton ohne Bild, nein, das ist nicht mein Ding. Und das muss ich dann mal sehen, wie ich das beim Schneiden mache, wie viel mir da fehlt. Ich werde das dann auf jeden Fall reinschreiben in die Beschreibung. Und es tut mir natürlich leid, aber wie gesagt, es kann schon mal passieren. Der Mensch ist auch nicht unfehlbar. Ich schon mal gar nicht. Sandstein. Da ist noch Sand, den hatten wir ja zum Löschen des zum Versiegen der Wasserquelle da in dem Haus gebraucht, nicht wahr? Ah ja, gutes Timing. Gutes Timing. Da haben wir noch Bruchstein hier. Gut. Oder Kobbel heißt das ja, ne? Bruchstein. Ich weiß nicht, wer das jetzt auf Bruchstein. So, da haben wir noch ein Schild und ein bisschen Eier. Die Schilder tun wir mal hier rein. Dann haben wir noch, da haben wir gerade noch davon was. Die Eier schmeißen wir mal. Wo schmeißen wir die mal hin?
Ach, ich weiß. Wo wir die Eier hinschmeißen. Ins Kino. Und wir haben kein Kinohuhn. Okay, jetzt aber zurück nach Hause. Und zwar mit der Bahn. Weil wir ja mit der Bahn angereist sind. Auch die Uhr sagt, es ist Sonnenuntergang. Da sind wir schon. Diese Station ist ja jetzt ein bisschen weiter vorne. Ja, das war die heutige Aufnahme. Tut mir leid, dass da ein Stück fehlt. Es ist zum Glück nicht so viel. Die ganze Geschichte mit dem Sonnensystem habt ihr ja mitbekommen. Na? Also, wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme wieder. Tschüss und bye bye, euer Norbert vom Kanal Opa spielt. Macht's gut.